Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht. Knapp 2,5 Jahre ist es jetzt her. Am 21. Dezember 2014 verstirbt die Musiklegende Udo Jürgens in Gottlieben am Bodensee bei einem Spaziergang. Die Ursache ist Herzversagen. Nur 9 Tage vor dem plötzlichen Tod steht der Sänger zum allerletzten Mal auf der Bühne. Gemeinsam mit Schlagerkönigin Helene Fischer singt er in Berlin bei der Aufzeichnung ihrer TV-Show den Hit »Was wichtig ist«. Bereits bei der posthumen Ausstrahlung bewegt das gefühlvolle Duett über 700.000 einheimische Zuschauer. Du hast nicht, ob dein Leben anderen Leuten. Jetzt kommt das Duett erstmals auch auf CD auf den Markt. Am 12. Mai bringt die Schlagersängerin das Comeback-Album mit dem Titel Helene Fischer heraus. Neben 24 brandneuen Songs der 32-Jährigen findet man auf einer Bonus-CD auch das gemeinsame Lied mit Udo Jürgens. Der Jürgens-Song ist aber nicht das einzige Austropop-Highlight auf der Platte. Weitere Highlights sind ein Rock'n'Roll-Medley mit Andreas Gabayé und die humorvolle Version von Macho Macho mit Reinhard Fendrich. Ganz klar, all das ist nichts wert ohne dich.